Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead Space 2. Ich bin's immer noch, Yesuanji, und jetzt werden wir uns mal dieser Tür hier zuwenden und gucken, was sich dahinter verbirgt. Oh, die öffnet sich schon so langsam. Oh, das sieht kalt aus. Gut, du willst, dass ich da lang gehe, dann mache ich das ja schon mal aus Protest gar nicht. Sondern es ist egal, in welche Richtung ich gehe. Na toll. Gut, dann gehen wir eben doch den Weg hier. Obwohl, gehen wir noch hier rein. Das willst du ja offenbar nicht. Dann machen wir das doch mal. So. Was haben wir hier? Aha. Geld. Hier vielleicht auch nochmal sowas? Nö. Hier ist kein Geld in der Wand versteckt. Das heißt... hell. Oh! Was zum... Oh. Oh, was war das? Oh mein Gott. Hey, hier waren wir doch schon mal. Oh Mann. Oh. Habe ich nicht vorhin gesagt, tu das nie wieder? Oder letzte Folge, oder wann immer das ja, guckt. Alter. Nochmal die ganze Show? Nee, Rocky Horror Picture Show hat Auszeit. Das ist mir echt recht. Kein Spaß. So, hier haben wir noch ein bisschen Kohle. Und da drüben haben wir nichts mehr. Okay. Was ist das denn überhaupt hier? Das sind offenbar Stase-Kapseln, würde ich jetzt mal behaupten. Da kann man sich einfach dann... Ja, das sieht so aus. Sieht so Stase-Kapsel-mäßig aus. Aber warum sind da ein paar leer? Und die Drähte, die Dinger hier verbogen, die Halterungen. Hat sich da irgendwas draus befreit? Scheint fast so, ne? Oh, du bist das! Ja, noch mehr oder was? War es das? Da drüben ist auch noch mal was. Kohle. Können wir hier auch noch mal einen triggern? Nö. Aber ich wette, wäre ich links gegangen, dann wäre er hier rausgekommen. Wette ich. Ein Stase-Pack. Oh, da ist schon wieder einer kaputt. Immer der in der Mitte. Gut, du bist nicht... Ne? Ein Necromorph. Dich kennen wir ja schon. Du machst mir keine Angst. Aber du. Aua. Na komm. Was zum... War das Säure? Säure, auf jeden Fall Säure. Impulsprojektile. Davon haben wir auch schon was verbraucht, ne? Dann nehmen wir die einfach mal mit.
Können wir den nachladen? Nee, ist schon voll, okay. Komm schon, gib mir irgendwas. Oh, 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 aber nicht alle auf einmal. Du lebst ja noch. Harpunen. Nee, die nehmen wir mal nicht mit. Wobei es vielleicht ganz angebracht wäre, weil der uns offenbar hier mit Harpunen ausrüsten will. Dann werden wir die wahrscheinlich auch brauchen. Ist aber voll offenbar das Inventar. Hier ist nur noch ein freier Platz. Was willst denn du? Ja. Ein Medipack wäre auf jeden Fall mal ganz nett. Ah, jetzt packt das ein. Jetzt packt das ein. Mhm. Weil wahrscheinlich unsere, Plasma-Energie zur Neige geht. Mann, hier habt ihr aber nicht an Gegnern gespart. Ich will eigentlich nur deinen Speer, aber okay. Einer müsste ja noch leben von den Viechern, ne? Den habe ich noch nicht gekillt. Du müsstest noch leben. Warum tust du das nicht? Du bist das. Den Falschen erwischt. Ja, jetzt ist das Inventar voll. Na, spitze. Können wir irgendwas benutzen? Nee. Impulsprojektile. Ja, komm, die können wir doch wegschmeißen, haben wir noch genug. Dann nehmen wir mal die Plasma-Energie mit und laden uns nach. Und dann können wir das ja sowieso wieder mitnehmen. Gut. Aber ein Medipack wäre jetzt echt... Ja, Plasma-Energie. Plasma-Energie ist mir deutlich wichtiger jetzt gerade. Das heißt, das da schmeißen wir mal weg. Nehmen die Plasma-Energie mit. Ach, na super. Das ist ein Operationstisch, oder? Nee, es ist nicht. Was ist denn das? Textlog. Textlog. Stecken gebliebene Särge. Anlagenarbeitsanweisung 11.8745. Problem. Krypta-Särge bleiben auf den Schienen stecken. Reparaturstatus Schienensystem, das die Särge in die Krypta bringt, wurde inspiziert. Ein Sarg steckte in ihnen fest. Schwerelosigkeit wurde deaktiviert und der Sarg per TK befreit. Sarg ist beschädigt, da mehrere Versuche nötig waren. Schienensystem wurde inspiziert. Mehrere Stützstreben hatten sich gelöst und... Und wo sind wir jetzt? Und lagen auf den Schienen. Die Kälte an der Krypta ließ die unsauber geschweißten Nähte porös werden. Schienen wurden neu ausgerichtet, Stützstreben wieder eingeschweißt. Test mit 5 Särgen verlief reibungslos. Arbeit ausgeführt, Ticket geschlossen. Geschätzter Arbeitsaufwand 5 Stunden. Schwerkraftstatus offline. Data? Ich glaube, ich habe den Ausgang gefunden, aber er ist verdammt hoch. Schwerkraftsteuerung ist deaktiviert. Data? Verdammt! Stasi-Station. Okay, Aufzug. Ich weiß immer noch nicht, wie die Stase wirklich funktioniert hat. War das so? Ah, okay. Gut. Oh, nach unten. Ich dachte, es geht nach oben. Okay, dann fahren wir nach unten. Cool. Ob Sie mich hören können. Sie müssen nach oben gehen. Hören Sie mich? Nach oben! Ja, will ich ja. Aber ich bin hier unten. Und ich weiß nicht, warum. Und ich weiß nicht, warum hier so viele Stasi-Stationen sind. Aber ich befürchte, dass hier gleich wieder irgendeine Scheiße abgeht. Energieknoten. Schön. Ich habe ja das Gefühl, dass ich mit der Stase hier drauf schießen muss. Aber warum? Was bringt mir das?
Ey, ich versteh's nicht. Was ist denn das für ein Ding? Okay, wir dürfen wieder irgendwas reparieren. Wofür sind wir Mechaniker? Wo ist es denn? Hier ist es. Und da ist es ja schon. Und da ist es. Und nun? Ja, ist ja schön. Schema, da können wir, glaube ich, eine neue Waffe mit basteln. Dann werfen wir mal das hier weg. Nein. Das hier wegwerfen. Schema erhalten. Sehr schön. Ach, hier liegen schon wieder tote Leichen. Aha. Mhm, verstanden. Aber warum sind hier so viele Stasi-Stationen? Das verstehe ich noch nicht. Aha. Das war offenbar der Countdown. Ah, ich habe eine Vermutung. Ah, okay. War doch einfacher, als ich dachte. Ich dachte, ich muss jetzt hier noch was mit der Stase machen. Na, zieh's doch runter. Meine Güte, hier muss man auch noch schnell sein. Das funktioniert nicht. Alter. Ich hab's angehalten. Oh, schön. Oh, nicht schön. Da kommen wir nicht durch. Da müssen wir tatsächlich den Aufzugsschacht benutzen. Der natürlich blockiert ist. Und jetzt weiß ich auch, wofür wir die Stase brauchen. Ja, das dachte ich mir dann schon fast. Wie kann ich denn hier nochmal abheben? Nee, das ist Stampfen. Das ist, Hilfe. ERT, bla, nein. Oh, schön. Was war das jetzt für eine Taste? I. I wie Inventar, natürlich. L. Wie Kapitel. Oh, schön. Interessant, was man hier nicht alles findet, wenn man einfach mal alle Tasten durchgeht. J ist Mission. H, G. F war Stase. C ist Aufladen, aber ist ja schon voll. Das ist Aufgabe. Ja, wie kann ich denn jetzt bitte... Ja, einfach nach oben, ne? Na, dann halten wir den Typ mal an. Aber wie hebe ich ab, verdammt? Mann! 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 Wie ging das denn, verdammt nochmal? Ah! Mausrad ist ja interessant. Da kann ich mir die Kurzwahltasten sparen. Ich will abheben, verdammt. Aber diese verdammte Gravitation, die wird sie nicht los. RT, ich bin doch sämtliche Tasten durchgegangen. Ich bin das ganze Alphabet durch. Vielleicht die Nummernblöcke? Nee. Enter? Nö. Shift? Nee. Back? Nee. Backspace ist ja eh Dingsbums. Stampfen? Hilfe! Hilfe! Nochmal den hier anhalten. Und jetzt vielleicht... oh, das war jetzt dumm. Stasi-Station. Dankeschön. Ja, Himmel. Steuerung.
Alt? Alt war's! Alt! Na gut, dann... C und hoch. Und da will ich hoch. Sehe ich das richtig? Ja. Lol. Nein, was ist das denn? Ey! Mach doch nicht zu! Ich will da durch! Isaac, haben Sie schon eine kleine runde Tür im Dach passiert? Nein, aber ich glaube, ich habe sie gesehen. Sie müssen den richtigen Moment abpassen, da sie nur den Bruchteil einer Sekunde offen bleibt, nachdem ein Sarg hindurchkommt. Ein Sarg? Woher wissen Sie das? Das sind Unitologen. Bei denen dreht sich alles um Särge. Okay, danke. Okay, doch keine Stase-Kapsel. Särge. Gut, ich weiß schon, was zu tun ist. Oder auch nicht. Schlecht. Stasestation. Bist du eine Stasestation? Nö. Warum auch? Da drüben. Na komm, jetzt gib mal. Hui. Okay. Durch. Und nun? Jetzt... Da ist eine Tür. Aber die ist verschlossen. So, jetzt könntest du die Schwerkraft eigentlich mal wieder herstellen. Aber ich befürchte, oder ich vermute, dass es hier geht. Ja, genau. Und ich will nicht, dass die Dinger mir dann auf den Kopf fallen und deswegen habe ich die weggelaufen. Tja, haha. Isaac! Verdammt! Sie stören unser Signal mit einem mobilen Gerät. Besorgt mir die Frequenz des Störsenders. Sie haben einen Helikopter in der Nähe des Geländes. Und jetzt? Planänderung? Nein. Wenn Sie wüssten, dass wir hier sind, wären wir schon tot. Scheiße! Das Signal wird schwächer. Folgen Sie dem Ordnungssignal. Okay, okay. Bin unterwegs. Helikopter. Wozu braucht man im Weltall einen Helikopter? Kann man da nicht einfach irgendein Raumschiff nehmen oder sowas? Ich weiß es nicht. Ein Shop! Alles klar, wir haben hier ein bisschen was gesammelt. Heruntergeladenes Schema, Sicherheitsanzug. Ripper, heruntergeladenes Schema. Ripper, Ripper, ja. Alles in Ordnung, klar. Bin verwirrt. Geistig sowie mental. Was im Grunde dasselbe ist, deswegen bin ich ja auch verwirrt. Das ist alles im Shop, okay. Energieknoten, wir haben wie viel Geld? 12.000? Nee, will ich nicht. Wie kann ich da oben umschalten? Nummernblocktasten funktionieren diesmal nicht. Maus habe ich keine. Joa. F verlassen. Ah ja, okay. Alles klar. So war das. Inventar. Das ist mein Inventar. Und was ist das hier? Safe. Okay. Okay, was gibt's denn hier für nette Waffen? Ripper. Industriesäge mit Fernsteuerung. Klingt ja schon mal ganz liebreizend. Eigentlich Sicherheitsanzug. Gewährt dem Träger einzigartige Funktionalitäten. 20.000 kann ich mir eh nicht leisten. Aber wir können ja was verkaufen. Medipack? Nee, warte mal. Mann, ist das alles kompliziert. So, das ist mein Inventar. So, wir haben den Halbleiter. Der bringt eigentlich nur Geld, habt ihr mir gesagt. Das heißt, wir verkaufen den. Ja. Dann haben wir doch noch so ein Ding gefunden, oder? Täusche ich mich. Ich täusche mich. So, das Zeug mag ich eigentlich alles. Stase-Pack. Könnten wir auch demnächst noch brauchen. Ja, Das ist jetzt natürlich schon wieder ultra geil. Ripper, Industriesäge. Ich hätte ja echt gern diesen Anzug gehabt. Aber nee, Harpunengewehr. Harpunengewehr. Aha. Das klingt ja ganz nett eigentlich. Dann haben wir auch endlich mal Verwendung für unsere Harpunensperre.
So, das nehme ich jetzt einfach mal cool und fresh mit. Und wir holen uns ein paar Speere dafür. Und dann... nicht genug Credits. Da hätte ich natürlich vorher drauf achten können. Na, klasse. Na, egal. Könnte ich jetzt zwar wieder verkaufen, das Zeug, aber ich bin sicher, wir finden noch irgendwo was. So, unsere Harpune liegt jetzt da unten drin. Und da haben wir auch Munition für. Das bedeutet, ich wähle die mal ganz kurz aus und check die mal ab. Das heißt, wir können schießen und dann Leertaste drücken und dann lädt sich die irgendwie mit Energie noch, die Harpune. Cool. Cool, definitiv. Werden wir dann gleich mal ausprobieren. Ah, vielleicht früher als erwartet. Was ist das hier? Credits. Und was ist das hier? Eine Speicherstation. Oder? Was ist das denn jetzt? Eine... Ah, okay, die kann ich so wegschieben. Ich wollte gerade schon sagen, eine Speicherstation, wo ich nicht rankomme. Geht doch. So, okay, dann basteln wir erstmal ein bisschen. Bench. So, was verbessern wir? Wir verbessern die Rig. Ja, wir verbessern die Rig. Ich habe noch nicht verstanden, wie wirklich das System hier funktioniert. Mehr Luft will ich nicht. Nee, ich will mehr TP. Dieser wurde bereits überbrückt. TP. Kein angrenzender Knoten entdeckt. Mann, das ist aber auch ein komisches System hier. Dieser Schaltkreis wurde bereits überbrückt. Ja. Ja, und was haben wir hier? Schaden beim Aufspießen mit Chinese erhöhen. Naja, gut, dann benutzen wir den noch. Ich glaube, jetzt habe ich auch das System verstanden. Wir müssen immer uns praktisch hier so einen Weg bauen. Wir müssen aber die Abzweigungen hier nicht nehmen. Also hier die Luft habe ich zum Beispiel mal ausgelassen, weil ich Luft jetzt eher zweitrangig finde. Aber ich denke, wir sparen dann mal hier drauf. Wir brauchen noch 1, 2, 3, 4 Knoten. Okay. Workbench klappt sich zusammen. Hier ist ein Schacht und hier ist eine Speicherstation. Und das bedeutet natürlich wie immer, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Dead Space 2. Bis dann.